Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordors Schatten. Ja. Wir sind beim letzten Mal nach Uldum zurückgekehrt. Diese Intros, die kennen wir inzwischen auch fast alle. Vorgebirge von Uldum, was wollten wir machen? Der Pirscher, als du der Mutige. Ach ja, wir wollten doch. Mal gucken, nicht mal ein Froschblut. Thors Schriftgelehrter wollten wir uns holen. So war das. So war das. Aber den wollten wir umnehmen, oder? Thors Schriftgelehrter, Toastung. Genau. Dass der dann nicht sein ähnliches Geschick einsetzt, Junge. Naja, wurscht. Es ist eine Falle. Das ist doch Star Wars geklaut, oder nicht? Geh Thors Schriftgelehrter in die Falle. Ach, das ist leicht. Er glaubt, er lockt uns in eine Falle. Enttäuschen wir ihn nicht. Wie die Fliegen, der Graf an sich herumtreibt. Jetzt will ich auf keinen Fall einer von ihm werden. Ich sollte weniger Grog trinken. Ich höre schon Stimmen. Zurück an die Arbeit! Cool, mein Tod wurde gerecht. Es gibt tatsächlich noch Leute, die das aktiv spielen. Hätte ich nicht gedacht. Habt ihr es gehört? Habe ich mir wohl nur eingebildet. Zurück an die Arbeit. So, ja. Hier rekrutieren wir gerade fleißig unsere Orga-Armee. Hier ist nichts. Das hat euch wohl eingebildet. Bleibt wachsam. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Habt ihr das gehört? Ich zieh mich ein. Hör mir mal, ich halte dich! Ich habe mir den guten Kampf erhofft. Ja, ich bin heute ein bisschen leise, weil ich konzentriert bin. Ich sehe schon Gespenster. Hab mich schon echt verdammt viel aufgenommen, Leute. Ich glaube irgendwie locker 3 Stunden Videomaterial haben wir bisher aufgezeichnet. Und mit wir meine ich mich und Kalipat. Die beste Belohnung für einen Gefangenen ist. Wir haben ganz schön viel FIFA gespielt. Dann haben wir noch ein bisschen PES aufgenommen und ein bisschen Battlefront 2. Auch wenn das so ein bisschen... Ja, das Spiel bringt Kalipat ja sehr in Rage in den meisten Fällen. Manchmal ist das lustig. Ja, heute war es nicht lustig. Deswegen haben wir vorzeitig beendet. Tots. Was ist das? Gegen Fernkampf, okay. Gegen Fernkampf. Ah, nicht der, okay. Dann müssen wir dem jetzt erstmal was. Menschenabzug! Wann werde ich denn nun leiden? Jetzt oder erst, wenn du auf dem Boden liegst? Oh!
Achso, den Typ mit dem Feuerkopf, den. Wann nehmen wir? Also, wann nehmen wir den natürlich nicht? Du wirst wirklich unglaubliche Qualen erleiden, Liebling. Setz den, danke. Die Reichweite der Bogen. Ja, die Reichweite der Bogenablenkung. Kenne ich. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, ob mir das was bringt. Feiger Abschaum! Einfach abgehauen! Auf des Lichts brauchen wir dann auch nicht. Das Einzige, was wir eigentlich brauchen, ist Gunst der hohen Dame. Das ist meiner durchdringendes Licht, Marco Froschblut, nicht? Nutzduck, der Blutige, ist von. Ist von dem da. Der Adjutant. Da gibt's hier echt nicht mehr viele. Das ist mein Häuptling. Hauptmann, nicht Häuptling. Ich verwechsel die so oft. Naja. Wie gesagt, wir holen uns hier jetzt nochmal so ein bisschen Zeugs. Versuchen jetzt hier so viel mitzunehmen wie möglich. Ja, der gibt mir aber auf alle Fälle Informationen über Häuptlinge, also von daher. Bewegt euch! Ich will zu Hause Knochen brechen! Ruiniert! Zeit
für eine Beförderung. Jetzt leidest du! Endlich. Flak Karagorz Hammer. Anfällig für Schlechttodesstöße, ah, das ist natürlich praktisch. So, zack. Flak Karagorz Hammer. Ah, da hinten ist noch einer. Aber Olgoth, der bleibt da. Wie schön. Es ist 3 Uhr morgens, heute kommt Astral Chain raus. Ich habe noch ein echt volles Programm. Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich ein bisschen habe. Also ich zähle jetzt einfach mal Astral Chain zum September in 2. 4 verdammte Spielerrolle, ey. Es ist mein komplettes Budget, geht doch nicht. Das ist nicht mal sehr groß. Dragon Quest könnte schon zum Budget vom nächsten Monat fehlen, fällt mir da erzählen. Fällt mir da gerade ein. Jetzt will ich auf keinen Fall einer von ihnen werden. Überfall. Jungs versuchen regelmäßig in einer Sonne. Ja. Ich bin also schon jetzt dezent müde. Wir können uns in der Festung ausruhen! Direkt mal ein Todesdröhnchen gegen Flak raus. Den kann ich aber einfach mit Schlechttodesstößen um die Ecke bringen, also insofern. Sein Dullis gehört ja mir, also. Ja. Wobei, wenn ich es schaffe, dass ich nur Flak töte, dass sein Dulli überlebt, habe ich direkt noch einen, der befördert wird und den ich übernehmen kann. Ich sehe aber gerade, hier läuft einfach einer meiner Dullis rum. Da war
Informationen sammeln erstmal, oder? Ich schmotz heute an, jawohl. Furcht vergolen hatte. Für den Heldenherrscher, ihr Affen. Das ist eine Beleidigung für jeden Affen, fällt mir dabei gerade einfach ein. Freigesetzt. So, es muss nur seine Karagos befreien. Easy. Die Hybris kommt in gezähmter Gestalt. Befreie die Karagor des Häuptlings und offenbare seine Torheit. Ach so, Runde Alarm. Naja. Ob ich mir das einbilde? So, der Typ da oben, der wird garantiert ganz viel Radwärts machen, wenn er mich sieht. Oh, ich muss erstmal meine Fähigkeit wieder aufladen. Ja, wenn wir nämlich mit Hilfe von einem Schlechterkopf ausscheiden wollen, den wir bringen, braucht man. Dann ist diese Fähigkeit aufgeladen zu haben definitiv hilfreich. Das war grammatikalisch eher kontraproduktiv. Wie gesagt, heute ein bisschen leiser, weil schon super viel gemacht. Super concentrated hier gerade. Ich bin noch gerade primär auf der Suche nach Wuchs zum heimlich erdolchen als auf
wir sind nach Möglichkeiten hier den Häuptling richtig, oder? Hervorzubringen. Was war das für ein Geräusch? Der schamlose kleine Feigling verdient einen schmackvollen Tod. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Nur wenn der Mann nur schnell hat. Zack. Was? Trotz Todesdrohung? Eigentlich war es doch, dass man bei Todesdrohung auf alle Fälle eine epische Rune erhält, wenn man den umbringt. Und der Hund-Dame. Gegen Marco. Ist das rot markiert? Forschblut steht auf der Liste. Wobei, ich würde sagen, dass wir im nächsten Part, ich würde an dieser Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben eine wesentlich stärkere Gunst der Hundam bekommen. Und ja, ich würde an dieser Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Mögt mit euch sein. Und tschüss.